Hallo Freunde. Hallo ihr Lieben. Wir sind wieder unterwegs. Ja, Zeit wird's, ne? Ja. Diesmal geht's nach Brandenburg an der Havel. Natürlich ein schlechter Ort zum Aufnehmen, wenn hier Autos vorbeifahren, aber nützt nun mal nichts. Nee, gar nicht so einfach. Wir fahren diesmal über Land. Es kommt schon wieder ein Auto gefahren. Ja, Tina wollte mal nicht Autobahn fahren. Ja. Da habe ich mich auf was eingelassen, ne? Natürlich ist es auch gar nicht so einfach, auf dieser Strecke dann erstmal was zu finden, wo man überhaupt anhalten kann. Nun stehen wir hier an der Straße. Im Hintergrund ist zwar schöner Wald, aber ab und zu fährt halt ein Auto vorbei, ne? Naja, was soll's. Wir wollten es nur mal kurz melden. Wir werden dann, ja, zum Mittag, wie spät ist es jetzt, um 10 vor 10, wir werden so kurz nach 12, halb 1 ankommen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall noch mal melden, wenn wir unseren Platz gefunden haben. Vielleicht auch die Anfahrt, noch ein paar Bilder mal sehen. Ansonsten, ja. Ja, die Hälfte der Strecke haben wir knapp weg. Knappe Hälfte. Jetzt fahren wir mal weiter und hoffen, dass es weiter so gut läuft wie bisher. Ja. Ne? Freunde, wir melden uns. Bis später. Bis später. Parkplatzbesucher, hast du schon? Ja. Geradeaus, dann erreichst du das Ziel. Besucher sind wir doch nicht, ne? Oder? Wie ist nicht? Bitte. Schrankenkarte benutzen und hier warten. Das Tor öffnet sich noch innen. Keine Ahnung. Ist doch offen. Fahr mal einfach, keine Ahnung. Tja, und nur? Dann fahr ich hier mal rechts ran. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Glück auf, Freunde. Wir sind angekommen. Nach einer Fahrt. Ja, bis zu unserer Pause, wo wir uns gemeldet haben, war es ganz gut. Aber danach ging dann hier das Chaos los. Ja, Chaos. Es war... Dina kam auf die glorreiche Idee, wir hatten es schon erwähnt. Wir fahren nicht Autobahn, wir fahren mal die ganze Strecke, nur Landstraße. War ja prinzipiell, war ich nicht abgeneigt. Es war auch mal ein Plan. Wir haben ja schließlich Zeit und man kann ein bisschen was genießen. Aber jetzt im Nachhinein... Nee, nicht nochmal. Also wir sind hier über Orte gefahren, da dachte ich, im Mittelalter bin ich gelandet. Also es war Kopfsteinpflaster, das war nicht mal Kopfsteinpflaster, das war so übel. Ich habe gesagt, wenn wir ankommen, müssen wir schauen, ob im Theo noch alles am Platz steht. Also es war schon heftig. Ja, es war heftig. Aber jetzt sind wir angekommen. Der Platz, ja... schönen Stellplatz am Ufer haben wir, schön von Grün umgeben. Wir sitzen jetzt hier am kleinen Strand, der bei uns ist. Das sind zwei Stellplätze weiter, geht es hier zum kleinen Strand rein. Ist schön hier, das Wasser ist warm, aber ja, von der Sauberkeit her, okay, gewöhnungsbedürftig. Sehr viel Pflanzen, du kannst ewig weit rauslaufen, bis dann die Fahrrinne für die Schiffe kommt. Und solange die Pflanze, die vorne nicht ist, sind natürlich die Pflanzen bis hoch und es ist nicht so doll zum Baden. Müssen wir mal schauen, ob das die ganze Zeit so bleibt. Ja. Na? Also das ist erstmal soweit okay. Was uns ein bisschen nervt, du hast überall Wasserstellen, aber es ist kein Trinkwasser. Also wir müssen jedes Mal für jedes bisschen Wasser, was wir jetzt zum Kaffee oder Kochen oder dies oder jenes, müssen wir bis zum Sanitärhaus und das ist schon ein Stückchen zu laufen, ne? Das sind ein paar Meter zu laufen, naja. Ja, also das ist, naja gut, muss man sich dran gewöhnen. Wir sind bis jetzt andere Plätze gewöhnt. Ich hatte das gestern Abend bei der Ankunft schon zu Tina gesagt. Schlafen wir erstmal eine Nacht, schauen uns das an. Und
dann ja, müssen wir schauen. Es ist eben anders, wie wir es gewohnt sind. Ja. Bisher, ne? Ja. Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ansonsten, ja, Stellplätze sind okay. Es ist ein ziemlich großer Platz mit, ich möchte mal sagen, 98% Dauercampern. Man hat hier auch so Hütten, die man mieten kann. Die scheinen auch ziemlich groß und geräumig zu sein. Aber die Stellplätze jetzt für Touristencamper, die gibt es hier nur am Ufer und das sind nicht so sehr viele. Kann auch ein Vorteil sein, ne? Kann ein Vorteil sein, stehen ja. Allerdings auch ziemlich eng. Ja. Sind zwar nach oben hin gut, also man kann gut mit dem großen Camper reinfahren. Sind auch. Sind schmal, aber ziemlich lang. Ja, muss man sehen, wie man es am besten hinkriegt. Ja, also das werden wir euch alles noch zeigen. Ich denke mal, wir werden den Platz schon mal noch etwas vorstellen. Also sieht das gar besser aus, etwas weiter weg. Ne? So, jetzt seht ihr auch mal ein bisschen was von dem See oder der angestauten Havel oder was immer das auch ist. Ich drehe mal kurz. Wir verschwinden mal aus dem Bild. Und da sind wir wieder. Oh, hier hinten plätschern die Enten rum. Und die Wellen von der Bude kommen ran. Ja, also ihr seht, so ist es sehr schön hier. Also hier sind so schöne Bänke, da kann man sich auch mal ein Stückchen hinsetzen. Ein bisschen die Ruhe genießen, ehe die Kinder dann kommen. Die toben hier natürlich dann rum. Ach so, Veranstaltungen gibt es ja auch noch. Samstag ist dann hier ein Neptunfest für die Kinder. Mal sehen, ob wir mal hingehen, mal gucken oder nicht. Kommt doch aufs Wetter drauf an. Und sollten wir hingehen, dann seid ihr natürlich mit dabei. Ja? Übrigens, heute ist der heißeste Tag, also mit 32 Grad dabei. Es ist schon wirklich nur im Schatten auszuhalten. Ja, also es brütet jetzt am Morgen. Wir haben es jetzt wie spät? Ja, morgen. Es ist schon 10:30. Okay, es ist 10:30, es ist nicht mehr morgen. Aber man hält es jetzt schon in der Sonne kaum noch aus. Wir wollten es jetzt hier bloß mal melden auf die Schnelle. Genau. Und ja, dann hören wir uns noch, ne? Wir hören uns, wir sehen uns. In dem Sinne. Bis dahin. Bis später. Glück auf. Was war das heute für ein Tag? Was war das heute für ein Tag? Ein warmer Tag war das heute. Siehst ein bisschen aus wie ein geprellter Frosch. So fühle ich mich auch. Ja. Total fertig von der Hitze. Das war richtig kräftig heute, ne? Ja. Ich hab Aua. Was? Aua. Überall haben mich böse Tiere gestochen. Überall. Es ist aber meist, wenn man irgendwo am Wasser ist. Also gestern Abend haben wir das ja erst mal mitbekommen, was hier so richtig losgeht. Ja. Den werden wir heute vorbeugen. Was hast du geplant? Heute wird ja alles voll Räucherstäbchen gepulvert. Und wehe, es kommt ein so ein Tier hier an. Dann schauen wir mal. Gucken wir mal, ob es was hilft oder nicht oder doch. Keine Ahnung. Werden wir merken. Okay. Wenn wieder lauter böse Tiere kommen, verschwinde ich. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Abendbrot, ne? Jetzt machen wir Abendbrot. Heute gibt es falsche Burger. Falsche Burger. Ja, und du musst schon erzählen, was das ist, falsche Burger. Falsche Burger? Na, das ist einfach nur ein Brötchen. Mit schön gegrillter Scheibe Jagdwurst. Stattgehacktes, genau. Dann kommt schön Salat, und Zwiebel, und Tomate und Gürkchen drauf und dann noch schöne Soße. Lecker. Na dann. Fang an, los. Auf geht's. Grill anwerfen. So, die Wurst wird schon erstmal geschnitten. Damit ich dann gleich mich am Grill austun kann. Wenn sie schneiden lässt. Und während ich die Scheibchen brate, wird Tina noch das Gemüse schnippeln. Ich kann nicht. Brötchen sind schon fertig, wie ihr seht. Ich kann nicht mehr gerade schneiden. Egal. So, und dann haben wir ein schönes, schnelles Essen. Geht los. Oh, das nebelt. Oh, Hilfe. Das ist von den Steaks gestern. Von den Steaks? Die Steaks.
So, jetzt hau drauf die Wurst. Ja, ein Goodie. Ein Goodie für mich. Ja, seht ihr? Das wird dann gleich wieder so aus der Hand in den Mund. Naja, ich brauch Fleisch. 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 So, seht ihr? Guck, geht schon los hier. Ruckzuck. Ruckzuck wird das. Oh, und die Sonne scheint noch so schön. Aber da hinten, da kommen schon die ersten Wolken. Für morgen ist Gewitter gemeldet. Mal schauen. Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Jetzt machen wir erstmal hier. Falsche Burger. Falsche Burger. Falsche Burger. Hunger? Immer. Okay, geht gleich los, Leute. Jetzt geht's los. Morgen. Jetzt geht's Müll wegbringen. Warnbuje. Umfallen. Nur für Tina. Ja. Da ist im Normalfall der Hering drunter, um das Seitenteil zu machen. Ja. Und um ihre Quellwasserfüße zu schützen, die hat er immer anstoßen würden. Haben wir das Video von der Gasflasche genommen und ich denke, ist jetzt noch nichts passiert. Signalrot. Bis jetzt bin nur ich mit dem Einstieg in Theo umgestürzt. Ihr Lieben, heute ist das Wetter nicht so toll. Es stürmt. Und da wir sowieso einkaufen fahren müssen, nutzen wir den Tag heute mal und machen mal eine kleine Tour Richtung Brandenburg. Wollen mal gucken, ob wir mal... Nach 300 Metern links abbiegen. Habt ihr das gehört? Nach 300 Metern links abbiegen. Auf dieser Route werden Straßensperrungen auf B1 umfahren. Du befindest dich auf der schnellsten Route. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist 12.30 Uhr. So, klasse. Jetzt wisst ihr alles. Wir fahren jetzt mal los. Wie gesagt, es stürmt heute. Und wir nutzen jetzt den Tag. Und fahren mal, gucken uns mal was an. Mal sehen, ob wir was finden. Fahren einkaufen und gleich tanken. Wir nehmen euch mit. Jetzt fahren wir erstmal aus dem Campingplatz raus. Da seht ihr mal nochmal die Strecke. Vorsicht, langsam. Hier ist unser Waschhaus. Danach kommt dann der Volleyballplatz, der Spielplatz, wie wir es euch schon gezeigt haben. Links abbiegen, dann leicht links abbiegen. So. Und wenn die nicht bald die Klappe hält hier unten, wird es ausgeschaltet. Drehen wir uns Saft ab, genau. Immer dieses Reingeplapper, das kann ich ja gar nicht leiden. Ja, jetzt seht ihr es, jetzt fahren wir vorne noch links rum. Da könnt ihr noch mal kurz aufs Wasser gucken. Ist heute auch ziemlicher Wellengang, bloß gut, dass wir gestern mit dem Boot draußen waren. Heute wäre es nicht möglich gewesen. Links abbiegen. Da ist es. So, und jetzt biegen wir links ab. Sind hier schon an der Rezeption. Dem Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Und jetzt verlassen wir den Campingplatz. Guckt euch mal diesen Bau an. Das ist die Technische Hochschule Brandenburg. Das sieht doch richtig toll aus. Kleine Türmchen, wie eine kleine Burg. Super schön. So, jetzt haben wir einen Parkplatz an der Stadtverwaltung gefunden. Gehen mal Richtung Zentrum.
Parkplatz, Nikolaiplatz nennt sich das. Altstädtischer Markt, 5 Gehminuten. Ja, dann gehen wir mal, ne? Gehen wir mal, ob wir es in 5 Minuten schaffen. Ja, mir nicht, wir haben Urlaub. Also schön langsam. Ja. Rotzkeller. Rothaus ist das. Da ist wieder so. Ich habe einen Freund gefunden. Große Nase. Die großen Nase, das ist doch gut, ne? Ja, er passt zusammen. Er ist ein Schmollmops. Ja. Kommt mir bekannt vor. Ja, ne? Wieder an der Havel. Endlich wieder Wasser. Aber irgendwie ist dieser Ort tot. Hier gibt es nichts. Geschäfte alle zu, alle leer. Ich weiß nicht, was hier ist. Was hier passiert ist. Wir suchen mal weiter. Wir befinden uns jetzt auf der Jahrtausendbrücke. Warum die Jahrtausendbrücke heißt, keine Ahnung. 1996 erbaut. Schöner kleiner Motor drin. Hier sieht etwas belebter aus. Ob das an dem ist, werden wir gleich sehen. So, das ist unsere Nummer 3. Von 27, aber... Naja. Wir gehen jetzt mal auf den Rückweg. So erfolgreich war es nicht. Aber wir haben jetzt den komischen windigen Tag verbracht. Jetzt gehen wir mal Richtung Auto zurück. Und dann fahren wir mal Richtung Kaufland. Holen dort noch so ein bisschen was. Wir wollen heute Abend mit unseren Freunden, mit denen wir gestern mit dem Brötchen draußen waren, wollen wir heute Abend noch mal Wurst auflegen. Noch ein bisschen gemütlich machen, weil die reisen am Freitag schon ab. Also müssen wir noch Wurst kaufen gehen. Ja, schauen wir mal. Machen wir weiter. Ja, das ist das einzige Schöne. Was heißt das einzige Schöne? Was Schönes, du kannst eben hier, wenn du dir ein Hausboot gemietet hast, bis rein vorne in die Stadt. Hier hast du alles Anleger. Kannst du mit deinem Hausboot oder wenn du privat ein Bildchen hast, hier anlegen und dann durch die Stadt bummeln. Also das ist hier schon mal nicht schlecht. So, so Freunde, wir sind zurück im Auto. Ich hätte noch gerne einen Rest gefilmt an der sogenannten Jahrtausendbrücke, aber leider hat sich der Akku verabschiedet. Und ganz clever wie ich war, lag der Ersatzakku im Auto. Ist manchmal so. Okay, also Brandenburg an der Havel, Stadtzentrum, schönes kleines Städtchen, hat auch noch eine relativ schöne Altstadt, aber die ist tot. Ja. Die ist wirklich tot. Jedes zweite Geschäft ist ein Friseur. Oder ein Restaurant.
oder in ein kleines Restaurant. Also wer gern ein Restaurant will oder Kaffee will, alles gut. Mhm. Und dann direkt im Zentrum hat man noch, ja, was hat man, H&M, Woolworth, Ernstings. Ja, die Marken eben. Die üblichen Marken und das war's. Ja, wir sind dann auch nicht weitergegangen. Wir wissen nicht, wie es dann noch weiter Richtung Neustadt aussieht. Wir wollten ja in der Altstadt. Ja, jetzt sind wir hier knapp 2 Stunden rummarschiert. Reicht. Sind pflastermüde. Ein gutes haben wir hier. Hier kann man kostenfrei parken. Also 2 Stunden mit Parkscheibe. Das finde ich ja schon mal in Ordnung. Dass man hier nicht noch beim Parken abgezockt wird. Na, das ist okay. Ja, dort kommt eine Politesse ja. Gerade. Wir fahren jetzt weiter Richtung Kaufland. Haben wir, ich weiß nicht, ob es auf dem alten Aufnahme noch drauf ist oder ob da der Akku schon weg war. Wir fahren jetzt Richtung Kaufland weiter, kaufen noch ein paar Kleinigkeiten ein. Ein paar Würstchen noch, weil wir mit den Bekannten... Sagtest du schon? Ja, ich weiß ja nicht, ob der Akku noch da war. Ach so, okay. Mit den Bekannten dann heute Abend noch mal grillen wollen. Ja. Ja. Dann am besten gleich das Auto voll tanken auf dem Rückweg. Und dann, ja, dann verbringen wir noch die restlichen Tage schön auf dem Campingplatz, gemütlich. Das Wetter soll auch wieder schön werden am Ende. Na, heute gucken wir erstmal, wenn wir wiederkommen, ob unser Zelt noch steht. Ja, sehr windig ist es heute. Und das soll es auch morgen noch sein. Schauen wir mal. Aber ansonsten, wir hören uns. Ja. Glück auf! Ihr Lieben, es ist Abend. Wie ihr seht, wir haben kein Dach mehr. Unser leidiges Thema, es war so ein Sturm, als wir wiedergekommen sind, dass der ganze Wohnwagen gewackelt hat. Und da hatten wir Angst, dass uns das Teil zerreißt. Bei unserem Glück wäre das garantiert passiert. Und da haben wir das kurzerhand erstmal rausgemacht. Wenn morgens Wetter besser ist, ziehen wir es bestimmt wieder ein. Und was macht der große Meister? Große Meister. Der große Meister hat eine Wurst auf dem Grill. Steht am Grill. Wir haben ein paar Würste. Wir haben heute Gäste zum Grillen. Unsere neuen Bekannten, mit denen wir gestern Bötchen gefahren sind. Wir machen uns heute nochmal einen schönen gemütlichen Abend. Wir werden zusammen nochmal schön grillen, ein bisschen schön reden. Ja, ich hoffe, es wird ein schöner, gemütlicher Abend. Was sagst du? Ich bin mir sicher. Meister? Ich bin mir sicher. Grillmeister? Meisterin. Grillmeister. Wir fangen noch mit Mill, mit Rinn an und sowas. Nee. So, jetzt warten wir auf unseren Besuch, auf unsere Gäste. Die werden gleich um die Ecke kommen. Und dann geht's los. Aber das grüne, komische Algenzeug ist heute nicht da. Da habe ich gedacht, versuch's einfach mal. Naja, ist der Urlaub fast rum. Da warst du wenigstens einmal im Wasser. Ja. Das werde ich natürlich dokumentieren. Mal gucken, vielleicht bleibe ich noch raus. Hier, setz dich drauf, ehe das wegfliegt. Ja. Ab rein mit dir. Mal gucken. Es ist schon wirklich ganz schön windig heute. Naja. Hier ist es genauso wie voriges Jahr am Blauer See. Du kannst ewig weit reinlaufen.
Dumme ist bloß, dass hier die so alles so Schlingpflanzen sind. Das ist eben nicht schön. Aber ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier draußen fährt so ein Kahn, so ein Schlepper. Da ist die Fahrrinne und bis fast dahin kann man stehen hier. Das ist erst dort, wo die Fahrrinne beginnt, wird es erst richtig tief. Wir waren auch mit Bekannten mit dem Boot unterwegs. Der hat dann so wie so ein Echolot gehabt, da hat man das gesehen. Also das ist so, selbst weiter draußen, durchschnittlich 1,50 Meter, 2 Meter tief. Erst in der Fahrrinne selbst. Da kann man mal sehen, was da heute für Luftbewegungen sind. Also es geht wirklich ordentlich zur Sache. Aber warm. Es sollen heute wieder 30 Grad werden. Da ist der Wind nicht ganz so schlimm, ne? Da sind wir noch nicht viel weiter. Ja, da kann ich schon mal ein Stück laufen. Ja. Weiter! Ich quietsche. Du quietschst? Ja. Ja, müsste mal geölt werden, ne? Ich quietsche. Das ist bei alten Teilen so. Ja, der Lack ist ab. Genau. Da muss immer nachgefettet werden. Jawohl. Hallo Freunde, wir haben heute eine Premiere. Wir wollen heute unseren Omnia testen. Dazu ist der Plan, Hackbraten und Kartoffeln drin zu machen. Ich habe schon mal vorbereitet. Also, Dina und ich, wir haben vorbereitet. Das Hackfleisch ist schon geknetet. Da ist Salz drin, Pfeffer drin, etwas Senf drin. Natürlich Zwiebel, etwas Oregano, könnt ihr das sehen? Etwas Thymian und was noch? Paprika und Pfeffer. Klar. So, jetzt ist der Plan, die Hälfte davon soll da gebraten werden und die andere Hälfte die Kartoffeln. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache die Hälfte ungefähr hier rein. Ist das die Hälfte? Ja. So, dann haben wir hier noch schönen ausgehen wir Frischkäse. Den packen wir hier drauf. Wird wieder nicht alle. Mach doch mal den Deckel richtig auf. Kommst du doch viel besser ran. Nein. Nein? Nein. Gut, dann nicht. Schon weil du das sagst nicht. Ach so, okay. Dann nicht. Dann mach. Komm, hau drauf so. Das Zeug. Nee, nicht zu viel. Jetzt backen wir hier noch etwas frischen Paprika drauf. Oh, das ist bestimmt zu viel. Schmeiß den Rest drüben drauf, wo die Kartoffeln reinkommen. Oder lass es auf dem Brett. Mach ich dann bei den Kartoffeln. Den tun wir zu den Kartoffeln mit, jawohl. Genau, so machen wir das. So, und jetzt decken wir das Ganze mit der anderen Hälfte zu, ne? Knete, knete, knete. Macht das gewissenhaft? Ja. Da hüben wir es noch alles auf. Ich habe ja auch noch was. Das packen wir jetzt zu. Dürfte ja für uns reichen, ne? Locker. Da können wir noch 10 Mann einladen. Ja, den kann man bestimmt auch kalt aufs Brötchen oder so essen. Werden wir sehen, wenn er überhaupt wird. Wenn er wird. Premiere. Hier oben müssen wir das mal wegtun, ne? Ja. So. Und nur? Und nur ist jetzt die Vorbereitung abgeschlossen, was den Hackbraten betrifft. Jetzt bist du dran. Richtig, jetzt muss ich weitermachen. Genau. Da ist ja schon wieder das große Schimpfen angesagt bei den Kartoffeln.
Ja. Ja? Ja, Katastrophe. Warum? Schwarzfleckig, eklig. Ich weiß nicht, was das für komische Kartoffeln sind. Ja, der Plan ist jetzt hier in die andere Hälfte Kartoffelwürfel reinzuhauen. Vorher aber immer die in der Schale ein bisschen etwas Öl drüber und auch ein bisschen würzen. Mit Salz und Paprika. Und das soll dann mal etwas so wie, ja, wie nennt man das? Eine Bratkartoffel werden es nicht. Kartoffeln? Ist auch nicht. Also so ein Zwischending, ne? Irgendwelche Kartoffeln. Irgendwelche Kartoffeln geben. Mal schauen. Einfach. Mal schauen. Was rauskommt. Ja. Ist heute ein Überraschungsessen. Ja, wir haben dieses Teil mal erworben. Seitdem fahren wir spazieren. Seitdem fahren wir spazieren und jetzt wird es getestet. Wann, wenn nicht jetzt, ne? Ja, genau. Ich mag aber nicht so sehr viele Kartoffeln. Nein, um Gottes Willen. Du mit deiner Puppenportion. Ja, ich brauche nicht so viel. Ja. Größere Würfel. Die können sogar fast noch ein Stück größer sein, denke ich. Noch größer? Da drüben quietscht jemand. Ist jemand hart am Pumpen. Ah. Schlauchboot aufpumpen. Irgend sowas. Ich sitze im Schlauchboot, mein Schlauchboot geht unter. Jetzt haben wir die Kartoffeln und den Rest Paprika hier drin. Jetzt machen wir da ein bisschen Öl drauf. Dass die nicht so trocken werden. Dann brauche ich Salz. So, dürfte reichen. Und ein bisschen Paprika. Wegen der Farbe, ne? Paprika. Paprika rosenscharf. Ja, wenn dann scharf. Ja. Oh, ich muss da alles gut mischen. Das wird jetzt gemischt. So, alles im Sinne. Ich denke mal, in der ist besser. Warum? Ich habe jetzt hier das ganze Öl schon drin. Ja, kipp das doch im Ganzen jetzt da rein. Okay. Geht auch so. Mal, wie schön das aussieht, wie lecker das jetzt schon aussieht. So, und das hauen wir jetzt hier drüben rein. Das kommt jetzt in den Ohren hier. Ich bin gespannt. Wenn es nicht wird, muss man heute hungern. Zeug Diät. So. Sieht Satz. Gut aus. Prima. Jetzt. So, das Ganze soll jetzt 60 Minuten bei mittlerer Flamme. Aber ich habe mir sorgen lassen, 5 Minuten volle Bulle und dann kleine Flamme. Ich mache erst mal einen Ofen scharf. Richtig. Omnia steht auf dem Ofen. Es ist bloß die Frage, heute ist ziemlich Wind. Wenn ich dann die Flamme kleiner drehe, dass die mir nicht ausgeht. Na, mal schauen. So, Freunde, eine Stunde später. Jetzt wird's spannend. Die Frage, ist es geworden oder ist es nicht? Wir schauen nach. Er dampft vor sich hin. Oh, das sieht gut aus. Das sieht doch lecker aus. Guckt euch das an. Schöne Hackbraten, die Kartoffelchen sind gedünstet. Das sieht ja richtig gut aus. Also schalte ich das Teil jetzt aus. Ja. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir es rausbringen. Und dann zeigen wir euch das nochmal auf dem Teller. Genau, so machen wir das. Ja? Ja. Bis gleich. Da ist es, unser erster Versuch im Omnia. Sieht schon mal sehr gut aus. Ja, meins ist ein bisschen zerfallen beim Rausnehmen. Das kennen wir ja von dir. Ist aber nicht schlimm. Hauptsache es schmeckt. Ja. Ich werde das jetzt mal testen. Hier ist nochmal die andere Hälfte. Ist gut? Ein Traum. Na, dann muss ich es selbst. So, ihr Lieben, die 14 Tage sind schon wieder rum. Jetzt heißt es langsam zusammenbacken. Morgen früh geht's los. Jetzt wollen wir erst einmal
unsere Vorzeit abnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Diese Flecken da drauf, das will ich gleich mal noch versuchen, alles wegzuschrubben. Das klebt wie Hacke. Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt machen wir es erstmal ab, legen es unten hin und ich versuche das mal ein bisschen sauber zu kriegen. Und so dreckig, so klebrig möchte ich es ungern mitnehmen. Oder? Nee. Nee, ne? Also heißt es jetzt bei über 30 Grad Zelt schrubben. Ihr seid dabei. Auf geht's. Schaut euch das mal an. Hier kann man das vielleicht besser sehen. So, Tina ist jetzt fleißig am Schrubben. Bleibt nur, das zu dokumentieren und zuzuschauen. Sieht wieder fein aus, ne? Ja, ja. Aber es geht, ne? Ja, das klebt hier schon. Ja, mal sehen. So, Leute, das war's hier. Theo ist angehängt. Tina ist noch schnell den Müll wegbringen. Und dann geht's los.